Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einem neuen kleinen Video von unserer Disneyland-Reise. Einige von euch haben nämlich vielleicht mitbekommen, dass der liebe Safi und ich vor ungefähr ein, zwei Wochen im Disneyland Paris waren. Und da ist einiges passiert. Den Vlog habe ich euch natürlich auch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Ist aber auch das letzte Video hier auf dem Kanal, denn momentan kommt da nicht so viel. Ein Video davon gibt es noch. Und zwar werden aufmerksame Zuschauer vielleicht bemerkt haben, dass wir eine Karikatur von uns haben erstellen lassen. Und das ging mächtig in die Hose. Denn wir wurden, glaube ich, nicht nur unfassbar beschissen, sondern wir haben dafür auch eine ganze Stange Geld hingelegt, nämlich 50 Euro für ein Bild von uns beiden, das innerhalb von 7 Minuten gezeichnet wurde, und ich glaube, jeder von euch Zuschauern hätte 1000-mal besser machen können. Was genau aber passiert ist, das erfahrt ihr jetzt in diesem Vlog. Ansonsten freue ich mich, euch sagen zu können, dass wir uns in den nächsten Tagen mal wieder öfter hören werden. Warum, weshalb, wieso, dann aber wie gesagt in einem separaten Video. Jetzt erstmal viel Spaß mit einer wunderbaren Karikatur von Selfie und mir. Hi. Ich sag's dir nur ungern, aber ich glaube, wir wurden beschissen. Das ist beides 1:1 dasselbe. Und die und der Eiffelturm aus dem Penis, Mann. Dann zeig doch mal nochmal das Bild, ja, bitte. Vielleicht hat sich das Bild ja auch verändert jetzt. Also ja, ich glaube, das ist ein bisschen. Bild an. Ja, Moment mal. Aber jetzt gucken wir mal, wenn das hier so hält. Ich finde das unverkennbar. Er hat meinen Mantel gemalt. Also dieser, ich finde am frechesten fehlt diesen. Und auch das, was ist das hier oben? Das sind hat uns, Liebende. Ja, hat er uns, ist das, hat er uns dann nochmal malen wollen oder was? Oder war das eine Skizze? Das bist du, das bin ich. Hey, vor allem Otto, was steht der 22.3.? Ja. Ist doch überhaupt nicht der 22.3.? Das ist der 28. Das ist, glaube ich, eine 8, oder? Keine Ahnung. Der Typ hat uns komplett verarscht. Vor allem, er hat die Augen komplett gleich. Ja. Er hat. Was hat er denn? Er hat nicht mal die Nase verändert. Nee. Nee. Die Gesichtsform ist exakt. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, er hat das ja erklärt, das ist ja Picasso-Style. Sorry, Picasso-Style. Es ist einfach, ja. Es ist 1:1 dasselbe Gesicht. Ich glaube, ich soll der Rechte sein. Nein, weil das, guck mal, ich habe einen Mantel an. Ach so. Was ist denn das hier? Was trage ich? Ist das die Kapuze? Das sind deine Haare eigentlich. Die da so rausgucken, meinst du? Ja, das kommt schon hin. Vielleicht sollten wir morgen nochmal hingehen und den Künstler nach einer Interpretation fragen. Ich habe halt so gehofft dabei, dass als er das dann uns, also der Moment, ich habe ihn ja, glaube ich, gesehen, da meinte er, ich zeige es euch jetzt, dann hat er es umgedreht. Yes. Und ich glaube, wir haben uns gegenseitig angeguckt. Wir haben uns gegenseitig angeguckt, weil ich hatte so die Hoffnung, dass jetzt so ein krasser Joke ist von ihm, wo er halt einfach. Also so, jetzt das zeigt, unsere geschockte Reaktion, sie sagt, just kidding. Und dann hat er drunter so ein absolutes Wunderwerk rausholt. Als wir da hingegangen sind, der Typ daneben, der hat das halt richtig geil karikiert. Keine Ahnung. Karate? Ich hätte schon echt gern ein gutes Bild gehabt. Ich finde auf jeden Fall die Story dahinter, ist es wert. Ja. Künstlerisch würde ich sagen, das wird 50 Euro stolzer Preis. Ich glaube, wenn du das einem Psychologen zeigst, diagnostiziert irgendwie ein schwersitziges Traumata. Also er hat insgesamt uns 10 Minuten gemalt oder so. Anstatt die Zeit eben zu nutzen, das anständig zu machen, malt er hier eben auch noch irgendwie, also was ist das? Diese ja, Skizze. Wieso malt er den Eiffelturm? Ja, warum? Sein Gesicht ja, genau. Aber im Mund merkt man noch, er hat eigentlich Bock gehabt. Und dann hat er ihm gesagt, ach, weißt du was? Bei dem Mund, den fehle ich noch am detailliertesten. Aber er hat, aber das der Punkt ist, er hat schon ein Grübchen gemalt, weil wir haben ja auch zum Beispiel Grübchen. Ja. Vielleicht hättest du das Bild malen sollen. Ja. Wenn es sofort. Mal, aber die Nase ist halt überhaupt nicht, diese zwei Striche zum Beispiel hat er bei mir nicht gemacht, ne? Mhm. Vielleicht hast du da zwei Striche. Ja. Aber dass du zum Beispiel so einen leicht angehauchten Bart, das kommt da auch nicht vor. Er war also eine dieselbe Person. Bloß, dass du ein Stück fertiger aussiehst, finde ich. Ein bisschen verbrauchter. Ich hab heftigere Augenringe. Ne? Ja. Also wenn jetzt unter euch Zuschauern jemand ist, eine Zeichnerin oder ein Zeichner, der, sage ich mal, auf der Suche nach einem neuen Projekt ist und Lust hätte, Selfie und mich, so wie wir in aller Hoffnung heute zu diesem Mann gegangen sind, vielleicht nochmal anständig zu karikatieren. Keine karikatieren, Ahnung, ihr wisst, was gemeint ist. Dann wären wir nicht böse. Ich sag mal, 50 Euro wäre es mir nicht nochmal wert. Aber vielleicht kann man sich auch irgendwie sonst anders einig werden oder so. Können wir nochmal in Kontakt treten dann. Ne? Oder wie der Mann vorhin sagte, Deal ist Deal.
Deal is deal, give me the money. Deal is deal, give deal me the money. Deal. Because art is work, you deal is deal. Yeah. Du machst das wirklich, diesen indischen Akzent ist wirklich mega drauf. Unfassbar. War er Inder? Ja, keine Ahnung, könnte schon sein. Sehen alle gleich aus. Okay, so. Vielleicht, verlosen tun wir es nicht. Wir hängen das schon auf, ne? Wir hängen das schon an. Nein, wir hängen das auf. Nein. Die Geschichte. Die Geschichte ist Gold wert. Und ich muss auch sagen, es wird immer besser, desto länger ich das anschaue. Ich hänge mir das mal Zimmer auf. Wirschen. Ich finde es wirklich traumhaft. Verstehe nicht warum. Du tust dem Mann Unrecht, wirklich. Aber ich dachte zuerst, das hier ist eine Mütze. Und dann habe ich gedacht, das bin ich. Aber das kann ja auch nicht sein, ich habe hier einen Mantel an. Aber das ist ja auch eine Mütze. Ja, nee, das ist aber deine Mütze. Also ja, das ist deine, das hier, wenn man das hier so daneben hält, safe. Ja, warte mal. Ich kann das nochmal kurz hier, guck mal. Dann sieht man 1:1, immer mal ein bisschen höher hier. Hier, zack, das bist du. Das bist du. Ja, halt mal genau. Das bist 1:1 du. Tut mir leid, also er hat dich wirklich wahnsinnig gut getroffen. Also bei mir ist er natürlich völlig... Wobei, wenn man es weiter wegnimmt, dann finde ich... Das sieht schon geil aus. Vor allem, ja, hast du das schon mit den Kindern erzählt, die uns vorher noch gewarnt haben? Das war ja auf dem Video drauf, ich weiß nicht, ob man das gesehen hat. Aber da kamen Kids an und ich habe die Kids gefragt... Wer hat uns gemalt? Sie schauten sehr skeptisch über die Schulter. Die ganzen Leute haben da auch drauf geschaut und dann auf uns. Die haben gelacht. Die haben alle gelacht. Ja, ich dachte so, weil das so eine geile Karikatur ist. Ja, ich dachte auch, das ist mega gut geworden. Ja, das verarscht. Too ugly? Und der Mann sagt, nein, you're very handsome. You're very handsome. Handsome man. Also wenn der Mann morgen noch da ist. Ich hau dem so einen auf so Maul, links, rechts. Sag mal, Safie, du bist hier zu Gast in diesem Land. Aber wir können ja zumindest nochmal vorliegen. Can we exchange? Genau. Ich glaube einfach, er hat hiermit angefangen. Dann gingen ihm komplett die Ideen aus und er hat gemerkt, fuck, eigentlich war er nach 2 Minuten mit dem Scheiß fertig. Dachte sich, fuck, ich kann jetzt aber nach 2 Minuten nicht aufhören. Ja, klar. Sonst denken wir natürlich, die hat uns jetzt verarscht. Also tut er so, als würde er nochmal irgendwelche Feinheiten machen. Der hat uns ja immer noch, der hat uns ja bis zu Minute 7 oder 10, der hat uns ja immer noch angeschaut. Immer so, Feinheit, also dann auch ein Grübchen, da noch so eine Schattierung abziehen. Genau. Und stattdessen hat er einfach hier mehr Zeit in diesen fucking Eiffelturm investiert, als in deine Fresse, Alter. Haben diese Vorstellung, dass der da jetzt, nachdem wir weg waren, einfach so sitzt mit seinem Homie und sich einfach ins Fäustchen. Ja, die zwei Deutschen. Oh. The fucking Germans. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es stürzt mich schon in so eine Selbstbewusstseinskrise. Also wenn das ist, wie die Leute mich sehen, dann muss ich ganz ehrlich sagen. Also vielleicht malte das je nachdem, aus welchem Land die kommen, wie kritisch die sind. Mhm. Wenn das jetzt so Italiener sind, die haben dann so ein Porträt von sich selbst im Schluss. Ja. Oder ich muss gleich nochmal ein bisschen mein Gedächtnis auffrischen, meine letzte Picasso-Ausstellung. Du hast ja aufgenommen. Achso. Meine letzte Picasso-Ausstellung ist schon ein paar Wochen her. Nochmal gucken, wie der Stil ist. Aber Picasso hat doch eher in Kanten gemalt. Ja, da hat das mehr in Form gemalt. Mehr abstrakt. Ja, genau. Mehr das ist schon sehr abstrakt. Das ist schon ziemlich abstrakt. Nee, das ist einfach pure Scheiße. Ja, aber netter Mann, nett war. Wenn uns zumindest nochmal irgendwie so, keine Ahnung, so eine Stulle angeboten hätte, weißt du, beim Warten oder sowas. Dass man dann, so ein nettes Magazin zu machen. Irgendwie, dass es noch so ein bisschen abgeschwächt hätte. Aber es gibt positive Neuigkeiten, denn das Schicksal hat uns quasi 10 Euro zurückgegeben, denn auf dem Bus nach Hause hat uns dann eine Frau 4 übrig gebliebene Bustickets gegeben. Das heißt, wir sparen morgen bei der zweiten Hinfahrt 10 Euro. Ich bin fürchterlich deprimiert gerade. Und wenn ich es aufhören. Also, macht's gut. Ciao. Tschüss.